Hallo ihr Mutigen, der Wilde hier, das Update ist da und wir sehen Rathaus 12 Action im Clankrieg. 12 gegen 12, na, das waren Max mal Rathaus 11, schon ordentlich als Gegner. Und Spendenbitch kommt da von rechts mit dem Queen Walk, na, der Wutzauber auf Queen und Heiler, das ist das Wichtige, ne, damit die Heiler gepusht werden und die Queen zugleich und damit erstmal durch die schwierigsten Ecken durchkommen. Bowler und ein paar Hexen außen zum Funneln, die Battle Machine, die den Weg frei macht durch die Mauern. Ne, keine Mauerbrecher nötig, keine Sprungzauber nötig, richtig schöne Sache. Ganze Horde von Bowlern dahinter mit Fähigkeit vom Warden und dem Wutzauber wird die Mitte völlig entkernt. Und jetzt haben wir eine ganze Reihe an Heiler, eine ganze Menge Bowler und die Queen und den Warden noch bei vollem Leben. Ja, die Heiler teilen sich, das ist perfekt. Damit wirklich beide Gruppen, sowohl die Queen oben wie auch die Bowler links im Eck, am Leben bleiben und das funktioniert super. Die Queen ist als erste fertig. Die Bowler erledigen auch die letzten paar Sachen. 3 Sterne, Rathaus 12 gegen Rathaus 12 nach dem Update. Richtig coole Sache. Und dann haben wir direkt den nächsten hinterher. Der gute Rambok geht ein bisschen anders ran. Wir sehen Lavalunion und Suicide Heroes am Anfang. Ein bisschen Funneling, ein Magier, ein Bowler und oben oder vielmehr rechts noch ein Bogi, der da ein bisschen was an freien Gebäuden wegnimmt. Dann auch hier wieder die Battle Machine, die den Weg öffnet für die Queen und den King. Na, da sind Bowler drin mit Wut, räumen die eine vor der Ecke auf. Dank der Queen gehen da noch ein paar ganz wichtige Verteidigungsanlagen raus, nämlich Flächenschaden durch die Magiertürme und dann kommen von oben über Eck gesetzt Loons mit den Lavahunden und nehmen die Base mittig wunderbar auseinander. Ein paar laufen außen rum, dass also wirklich alle Verteidigung mehr oder weniger zeitgleich entsorgt wird, die da rumsteht. Wie ihr seht, da ist nichts mehr über. Ne? Eine Kanone, da braucht man sich keine Gedanken machen. Die Base ist Geschichte. Lavapups und Minions räumen auf, die Loons räumen auf, der Warden hat auch noch ein bisschen was zu tun. Und dann ist auch hier ein kompletter 3-Star drin. Also auch bei Rathaus 12 sind gerade dank der Battle Machine richtig fette 3-Star-Angriffe möglich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war wirklich Hammer. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß weiter. Bis bald.